Der Strafverteidiger Martin Marer verhandelt heute einen Fall für einen Geschäftsmann, der auch im Rotlichtmilieu tätig ist. Ein Stammkunde für den Strafverteidiger. Die vielen Autos im Besitz des Mandanten, Herrn Gruber, führen immer wieder zu strafrechtlichen Problemen. Ein kleiner Auszug meiner Autos verteilt. Die schönen Autos heute in der Garage, wie Porsche, Bentley, Maserati, Ferrari, California, 6er BMW, Panamera SL, CL600 und. Der Rest steht halt verteilt bei mir zu Hause, noch ein paar. Und auch am Autoplatz im 23., wo wir jetzt witterungsbedingt nicht sind. Und die warten da auf ihren neuen Besitzer, oder? Die warten auf den neuen Besitzer, wobei ja das Liebhaberfahrzeuge sind. Nicht für jedermann, nicht für den Alltag zu gebrauchen, sondern einfach nur, um Ausfahrten zu machen mit Frau, Freundin, wie auch immer. Unterschiede muss es anscheinend geben, denn Strafverteidiger Marer kommt heute mit dem Fiat. Na, servus, Doktor. Servus. Wie geht's da? Alles gut, bei dir? Ja, alles wunderbar. Wie schaut's aus bei dir in der Garage? Alles na ja, ist alles in Ordnung, steht noch alles da, nichts gestohlen. Ja, ich bin immer happy jeden Tag, wenn ich schaue, dass da alles da steht, so wie ich es hingestellt habe. Ja, das war leider schon anders ja, mit Betrügereien schon. Und ja, Diebstähle ja. Von besonderen Personen, die versucht haben, deine Autos wegzunehmen, so wie in dem gegenständlichen Fall, wo 9 Autos plötzlich herausgelockt worden sind, ja, aufgrund eines Mietkaufes oder eines bloßen Mietvertrages. Und dann sind diese Fahrzeuge sofort an Autohändler verkauft worden, rechtswidrigerweise. Herr Gruber ist aber nicht die Person, welche sich das einfach gefallen lässt. Er ist selbst zur Tat geschritten und hat sich sein Auto auf eine Art und Weise zurückgeholt, die in Folge einen Strafverteidiger notwendig macht. Ich bin mit einem getarnter Käufer dort aufgetreten, habe eine Probefahrt mit dem Händler mir ausgemacht. Händler saß rechts, ich bin mit dem Auto gefahren und vom 22. in den 12. Bezirk, im 12. Bezirk bei einer roten Ampel, hat ein anderer Freund von mir gewartet und ist mir bei der roten Ampel hinten absichtlich draufgefahren. Somit haben wir einen kleinen Verkehrsunfall verursacht, der aber nicht einmal ein Kratzer war. Der Händler musste aufgrund dessen von der Beifahrerseite des Autos aussteigen auf meine Intervention hinauf. Kaum war der mit beiden Beinen draußen, habe ich Gas gegeben und bin weggefahren. Ich ließ sozusagen den Händler auf der Straße stehen und habe mein Eigentum gesichert. Das kann man ohne weiteres als offensive Selbsthilfe bezeichnen. Ich das ist schon, auch im Strafverfahren ein Rechtfertigungsgrund. Ja. Persönliche Betreuung von Stammkunden ist Martin Marer wichtig und manchmal gar nicht so unangenehm. Schauen wir mal, wie die Autos ausschauen. Sag her ein bisschen was. Ja, Moment, was willst du denn anschauen? Na ja, tu mal ein paar Autos starten. Na, ein paar Autos, ich habe ja genug. Also, ja. Was hast du denn gern angeschaut? Ja, oder den Bentley oder den 6er, wenn du was anreißen hörst. Na, das sicher, dann machen wir gerne. Gerne. Hast du Kleingeld eingesteckt, Herr Doktor, für die Anzahlung? Nein, brauche ich nicht. Na, tu es gleich überweisen. Lass mal schauen, ob die noch funktionieren, die Autos. Ja. Bitte schön, einer ist schon da, den können wir ja. 6er, du bist ein BMW-Fan. Du könntest da jetzt in 6er mal vorerst anschauen. Bevor ich jetzt einmal den Bentley bitte, ich gebe dir den Schlüssel, ja. Also bei diesem Fahrzeug war es halt so, dass der Käufer die Raten 10 Monate nicht bezahlt hatte. Nach 10 Monaten ich dann mit meinem Reserveschlüssel das Auto zurückgeholt habe. Aufgrund dessen habe ich eine Anzeige bekommen wegen Fahrzeugdiebstahl. Es ist grundsätzlich nicht ratsam, weil man braucht da ziemliches Fingerspitzengefühl. Man befindet sich in einer Grauzone, aber man ist freilich berechtigt, sein eigenes Eigentum zu sichern. Ich muss leider Gottes Selbstjustiz ergreifen und ich habe auch diesbezüglich keinen Respekt der LPD gegenüber, weil niemand hilft mir in so einem Fall. Es fehlen noch immer einige Autos, wo mittlerweile die Käufer bereits ermordet wurden. Ja. Die Autos Porsche Panamera, also wir reden schon immer von einer gehobenen Klasse, versteckt wurden, nicht auffindbar sind, im Ausland, in Serbien, in Mazedonien, wo auch immer. Und meine direkten Käufer bereits ermordet wurden. Ich meine, das sagt schon sehr viel, weil diese Person ja dann nicht mehr zu einem Strafprozess erscheinen kann und somit auch von der österreichischen Judikatur nicht verfolgt werden kann. Ja.
Aber da suchen Sie sich auch eine ganz besondere Art von Kunden aus, oder? Das Problem war, dass ich meinen Steuerberater damals vertraut habe, der mir gesagt hat, es ist schade, wenn ich 40 Autos am Platz stehen habe. Man könnte dabei welche im Privatkredit vergeben. In einer Wiener Garage ist Anwalt Mara bei seinem Stammklienten. Vom Beruflichen sind sie ein wenig abgedriftet in eine private Autoshow für den Strafverteidiger. Aber den Bentley würde ich am schärfsten finden. Setz dich mal rein und gib mir mal Gas. Ja, muss ich schauen, ob er... Moment, Kinder, müssen wir mal schauen, ob er... Ja, bitteschön. Also der Bentley ist natürlich mein kleines Baby. Ich habe das recht gern, das Auto. Sag mir, hast du Zeit? Ich komm gerne mal vorbei und wir cruisen in meinem Bentley. Ich tue mal Gas geben, dass wir hören, was das für... Es hat 12 Zylinder, 6 Liter. Er regelt natürlich am Stand ab, ja. Das heißt, er dreht ja nicht auf 8.000 oder 10.000 Touren. Beim Fahren ist es ein bisschen leichter, das werden wir jetzt gleich sehen. Was kostet denn das Auto? Ja, für dich mache ich da einen Freundschaftspreis, oder wird nicht viel sein, 65 herum. Das ist ja doch schon 2005er Baujahr. Ja, Neupreis damals 370.000 Euro. Also mehr als 65 von dir kann ich nicht verlangen. Wobei mir lieber ist, du willst ihn nicht haben, ja, weil ich ihn gern selbst bewege. Dann kannst du ihn selber behalten. Genau. Ja. Kann man das in Raten auch kaufen? Du könntest das bei mir in Raten kaufen, weil du bist mein Anwalt und dir vertraue ich. Einem anderen nicht mehr. Ja. Wo ist denn der 6er BMW-Schlüssel? Ups. Nein, okay, na. Also so geht es mir mit den Kunden, weil man sieht ja gleich, auch beim Herrn Doktor, ist der Schlüssel nicht mehr zurück, sondern in seinem Hosensack. So. Du, Schluss jetzt mit dieser Spaßerei. Ja. Deine Autos habe ich gesehen, sind super. Aber jetzt haben wir Verhandlungstermin, jetzt sollten wir gehen, gell? Alles cool, aber im Fiat saust der Strafverteidiger zur Verhandlung. Doch weit kommt er nicht, denn er bzw. sein Fiat hat eine magische Anziehung auf Frauen. So ist leider ein Autounfall passiert. Die Fahrerin ist mal hinten reingefahren, wahrscheinlich aufgrund der rutschigen Straßenlage. Jetzt füllen wir noch einen Unfallbericht aus, aber sie ist eh, glaube ich, zu geständig verantwortlich zu sein. Aber es ist nicht viel passiert, ein kleiner Blechschaden. Wir fahren uns da mal einparken. Viel Zeit bleibt dem Strafverteidiger nicht, denn er muss vor Gericht. Eigentlich schade. Also schaut, das ist die Cara, ja, die hat sich gerade bei mir vorgestellt. Das ist die unglückliche Autolenkerin. Und sie ist mal hinten reingefahren, ist aber gar nichts passiert. Geht's da gut, Cara? Ja, ja, es ist so. Ihr geht's gut, ja. Wir machen jetzt einen Unfallbericht, ja. Also wir klären das Problem relativ rasch, ja. Was ist denn passiert? Ich weiß nicht, einfach unterschätzt, wie eisig es ist, wie nass es ist. Ich schreibe einfach einen kurzen Bericht, was passiert ist, ja. Und das unterschreiben wir dann beide und das schicken wir der Versicherung, ja. Okay. So, das Administrative haben wir gelöst. Jetzt mache ich noch ein paar Fotos von der Stoßstange, die etwas da in Mitleidenschaft gezogen wurde. Mir schaut schlimmer aus. Wie lange hast du den Schein schon? Seit 2 Jahren jetzt, ja. Das ist überhaupt das allererste Mal, dass was passiert ist. Also ein bisschen ein Schock, aber zum Glück war es nicht schlimmer. Ist ein kleiner Blechschaden, den werden wir heute in den nächsten Wochen irgendwann reparieren lassen. Gut, servus, alles Gute. Viel Glück, ja? Mit dir. Ja. Danke fürs so nett reden. Trotz Unfalls treffen sich beide fast gleichzeitig vor Gericht. Sie sind schon spät dran und heute will Herr Gruber Recht bekommen, da abermals Autos von ihm entwendet wurden. Ach, haben wir es geschafft heute, trotz Schnee und Regen und Eis. Bitte, einen Stock höher, Zimmer 111. Ich habe alle Unterlagen mit, Zeugeneinvernahme, den 7er BMW, um den es jetzt geht. Der wird da
gestohlen wurde, der ja verurteilt wurde. Jetzt geht es ja darum, dass ich das Fahrzeug, das ja sichergestellt ist, wurde ja sichergestellt polizeilich, gell? Dass ich das wieder zurückkriege. Also mir wurden einige Fahrzeuge damals durch Möchtegern-Käufer entwendet. Das heißt, ich habe die Autos vermietet, da die Leute keine Bonität hatten. Was haben die Leute gemacht? Nach 2 Wochen Behaltedauer haben sie die Fahrzeuge weiterverkauft irgendeiner dritten Person. Und dieser dritten Person hat dann natürlich vorgetäuscht, gutgläubig gekauft zu haben und hat das Auto dann veruntreut und wieder weiterverkauft. Somit bleibe ich auf meinem Geld sitzen. Alle haben Gewinne gemacht, ich bin der Einzige mit Verluste. Wie geht es denn mit so einer Verhandlung? Mir geht es immer gut, ich habe das gern, ja, ja. Wir sind ein gutes Team, der Herr Dr. Mara. Wir werden gerade aufgerufen, wir gehen kurz einmal rein. In Wien am Bezirksgericht geht es bei Martin Mara um den Diebstahl mehrerer Autos, die Herrn Gruber gestohlen wurden. Die Klage richtet sich nun gegen die Leasingbank, die ungeprüfterweise den betrügerischen Kauf finanziert hat und nun unrechtmäßiger Besitzer des 7er BMWs ist. Kurz vor der Verhandlung, wir gehen mal durch, welche Unterlagen noch vorzulegen sind. Wir hatten einen Auftrag bekommen, bestimmte Dokumente im Original vorzulegen. Und das wird heute gemacht werden. Und wir sind ganz guter Dinge, dass wir die Verhandlung gewinnen werden. Nach einer Stunde ist es soweit und die Faktenlage sowie die Argumente von Martin Mara haben den Richter überzeugt. Sein Mandant ist zufrieden. So ist ganz gut ausgegangen, ne? Ja, war wieder Gefecht, weil ja, die Faktenlage nicht dicht sind. Wie lief's? Ja, es lief eigentlich ganz gut. Es ist so passiert und festgestellt worden, wie es halt sich zugetragen hat, weil viele Autos auf betrügerische Art und Weise dem Herrn Gruber weggenommen worden sind. Also Verhandlung ist geschlossen, Urteil erfolgt schriftlich. Ich hoffe natürlich, das Fahrzeug wieder zurückzubekommen, obwohl nach diesen 2 Jahren der Wertverlust, der schon bereits eingetreten ist, auch viel zu reparieren sein wird bei diesem Fahrzeug. Aber ich hoffe auf ein gutes Urteil und hoffe, das Auto wieder zurückzubekommen, was ich ja damals angekauft habe aus Eigenmitteln, aus meinem Geld, von meinem Geld, mir veruntreut wurde. Ich werde sicher mein Leben kein Auto mehr vermieten. Wenn einer die Bonität nicht hat, dann kriegt er nichts mehr. Verlust ist sehr groß. Also besser ich fahre im Kreis spazieren damit, als es hat jemand, der es dann weiterverkauft und damit Kapital schlagt. Das ist das, was ich da immer gesagt habe, Zug-um-Zug-Prinzip. Da Geld, da Ware, alles andere. Sinnlos. Richtig. Gleichzeitig bei Übergabe der Sache, das Geld zu empfangen, das ist immer das Beste, da kannst du nicht betrogen werden. Genau. Das, aber du weißt, die haben mich hinreißen lassen vom Steuerberater damals, der das ja auch selber praktiziert hat. Und damit die Autos nicht am Platz herumstehen, war geplant, die weiter zu vermieten in Kaufmiete. Es hätte auch so sein können, dass die Leute wirklich bezahlt haben. Nur diese Kundenschicht, die mir da gebracht wurde, haben schon im Gedächtnis gehabt, Schindluder damit zu betreiben oder zu betrügen. So, es war wieder ein super erfolgreicher Verhandlungstag. Danke. Danke dir, danke. Gell? War wieder mal amüsant. Wir sehen uns, ja? Ja, wir sehen uns, ja? Super, super. Danke schön. Jetzt bleibt Herrn Mara Zeit, sich um seinen eigenen Kfz-Schaden zu kümmern. Martin!